Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute reden wir mit einem Thema, welches wirklich sehr, sehr schwer verdauliche Kost ist, wo auch die Meinungen extrem auseinandergehen. Mir persönlich fehlen hier einfach zu viele Informationen, um hier eine direkte Meinung aussprechen zu können. Was ich heute in diesem Video aber tun werde, ich werde euch mit der Situation konfrontieren, welche natürlich Kim Virginia selbst ins Internet gestellt hat. Hier geht es um schwere Vorwürfe, welche sie sowohl Mike Heiter, aber auch jemand anderem macht. Und beide Persönlichkeiten, die sie hier direkt anspricht, waren wohl mit ihr im Dschungelcamp. Das erstmal als große Einleitung zu diesem Video, welches natürlich nicht ganz so einfach ist, denn Kim Virginia stellt sich nun als Opfer von Gewalt und Belästigung hin. Und das war wohl auch der Grund, warum sie sich so im Dschungelcamp verhalten hat. Einige sagen jetzt Schutzbehauptung, um ihr Image aufzubessern. Andere sagen jetzt, oh mein Gott, die Arme, das tut mir wirklich leid. Wie gesagt, ich selber, ich persönlich kenne noch nicht alle Seiten. Deswegen kann ich mir einfach da noch keine Meinung zu bilden. Grundsätzlich aber möchte ich hier noch etwas zum Thema Gewalt oder Belästigung sagen. Selbstverständlich ist diese Anschuldigung, welche Kim Virginia in den Raum gestellt hat, ernst zu nehmen. Man sollte sich darüber nicht lustig machen. Und ich möchte hier auch im Namen für alle Opfer von Belästigungen oder aber auch Misshandlungen oder Übergriffe mich hier stark machen und ganz klar sagen, dass geht nicht, auf keinen Fall. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Okay, zurück zu dem Thema Kim. Ich habe ja euch heute Morgen in meinem Video, das ist dieses hier, in einem 14-minütigen Statement von Kim euch ein 40-minütiges Video gemacht, wo ich da sehr auf einige Themen eingegangen bin und habe hier wirklich ganz detailliert die Argumente von ihr auseinandergenommen und mich dem Thema gewidmet. So, jetzt ist hier. Und das habe ich ja schon angekündigt, dass es dieses Video geben wird. Von ihr auf Instagram sehr schwere Anschuldigungen gegen zwei Dschungelcamper erhoben worden. Das bespreche ich heute. Das ist mir ganz, ganz wichtig, um hier so ein bisschen zu versuchen, das einzuschätzen, meine Lieben. Das ist das große Thema. Auf einen Abo-Aufruf verzichte ich bei diesen sehr, sehr schweren Themen. Das wisst ihr aber auch, dass ich da dann sage, nee, komm, wir wollen uns nur um dieses Thema bemühen. Okay, also alles fing damit an, mit einem Statement, welches Kim Virginia denn dann postete. Und das war dieses hier. Ich hole es euch mal ein bisschen näher ran. Und zwar ging es hier um Fragen. Und ihr wurde die Frage gestellt: Was sagt ihr zum Nachspiel, dass du leider nie du selbst sein kannst und dich irgendwie in einer Rolle befindest, soll es heißen. Eine sehr merkwürdige Frage, aber die Antwort von Kim, die ist hier alles andere als leichte Kost. Und sie schrieb hier, Zitat, ich wurde dieses Jahr von zwei Männern bedroht und teilweise war auch Gewalt im Spiel. Ebenfalls war eine, ja, ich zensiere das Wort hier mal, weil wir auf YouTube sind, eine Belästigung im Spiel. Mit zwei dieser Männer war ich im australischen Dschungel eingesperrt. Eine Sache konnte ich erklären und die Person hat es auch eingesehen, werde dazu keine Namen nennen. Leider wurde das nicht gezeigt und meine Erlebnisse der letzten Monate, die mich sehr mitgenommen haben. Ich hatte über Monate Angstzustände und Schlafstörungen wegen der Geschehnisse. Habe über Monate den Mund gehalten und keine Anzeige gestellt. Wie ich meiner Trauer, Frust, Traumata zum Ausdruck gebracht habe, war trotz dessen der falsche Weg. Diese Schutzmauer brauchte ich leider sehr viel im Dschungel, so wie beim Nachspiel, sonst hätte ich diese Zeit nicht hinter mich bringen können. Das war das Statement, welches sie gepostet hat. Und hier geht sie halt auf diese, ja, eigentlich gar nicht gefragten Themen ein und macht damit nun öffentlich, dass sie in das Dschungelcamp gezogen ist, obwohl dort zwei Männer waren, mit denen sie wohl große Schwierigkeiten hat und sie dieses nicht zur Anzeige gebracht hat. Gleichzeitig kam auch noch dieser Post von ihr. Das ist ein Video, welches ich euch hier als Bild nur zeige, denn es ist die Szene, wo Layla, ach, bei dem einer Show dann auch gewalttätig wurde. Das haben wir aber alles schon gesehen. Und hier schreibt Kim selbst: Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie M, damit ist Mike gemeint, kein viertes Mal korbt. Bei meinem Ex gab es dafür erstmal Fäuste, Tritte und nachträglich blutige Verletzungen. Hatte sie in dem Ganzen verteidigt, weil ich dachte, sie wurde vielleicht vorher von meinem Ex irgendwie in einer Aggression Mut angefasst und sie wurde getriggert, aber nö.
Dann hier so ein völlig unangebrachter Lachsmiley. Da kam jetzt auch raus, dass sie mein Ex einfach wegen einem Korb komplett vermöbelt hat. In anderen Formaten war sie wohl auch immer zweite Wahl oder hat sich den Typen von einer Freundin geschnappt. Denke, deshalb war es ihr sehr wichtig, dass sie diesmal am Ende irgendwie den Typen bekommt und hat da unterbewusst sehr viel drauf Wert gelegt. Also hier hat sie auch nochmal, Zitat Ende, gegen Layla direkt geschossen. Ja, das zeige ich euch alles aus einem guten Grund. Aber zuletzt möchte ich euch noch etwas Drittes zeigen. Und das ist eine wichtige Information, über die wir jetzt hier sprechen müssen. Und zwar ist es doch diese Videobotschaft von Kim, Feuer frei. Mäuse, ich lege jetzt meine Instagram-Pause ein. Ich darf wirklich nichts erzählen, wahrscheinlich auch das gar nicht mal so sehr. Ja, love you. Fühlt euch gedrückt. So, das war denn kurz darauf noch ihre Verabschiedung von Instagram. Das heißt also, was ist passiert? Kim Virginia hat hier schwere Anschuldigungen öffentlich gemacht, nach denen in dieser Fragesticker eigentlich gar nicht gefragt wurde. Es kam so random heraus. Dann hat sie eine Instagram-Pause eingelegt. Aber hier einen ganz, ganz heftigen, mehrere heftige Vorwürfe im Raum stehen gelassen. Das heißt also, sie erzeugt damit jetzt, ob gewollt oder nicht gewollt, eine riesengroße Welle der Entrüstung gegen sich selbst natürlich, aber auch gegen besagte Dschungelcamp-Kandidaten. Und die Vermutung, wer das sein könnte, ist, denke ich mal, relativ klar. Das wird auf einmal Mike sein. Das hat sie ihm ja auch im Dschungel vorgeworfen. Das zeige ich euch gleich. Aber das trifft jetzt auch eine zweite Person. Die zweite Person, da möchte ich jetzt vorsichtig mit Spekulationen sein. Da gibt es zwar so einige Vermutungen, aber die werde ich jetzt hier so nicht in den Raum stellen, weil ich dafür einfach keine Quellen habe. Jedenfalls wird Mike einer dieser Persönlichkeiten sein, denn ich zeige euch jetzt mal noch ganz schnell einen Artikel. Den zeige ich euch aber nicht im Gesamten, sondern einfach nur einen Teil davon. Und zwar hat sich auch der Berliner Kurier mit dem Thema beschäftigt, mit diesen Gewaltvorwürfen. Und hier geht es um eine ganz bestimmte Szene, nämlich diese hier. Und hier hat Kim Virginia mit Mike, und das zitiere ich hier schnell, Zitat: Von einer Bedrohung sprach Kim Virginia bereits im Dschungelcamp. Dort machte sie Mike Heiter den Vorwurf, sie zuvor bedroht zu haben. Mike leugnete das. Es ist also wahrscheinlich, dass Kim bei ihrem Instagram-Post Mike meint. Zitat Ende. Also, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt hier mehrere Ausschnitte von Kims Behauptung. Es ist ja erstmal eine schwere Anschuldigung, eine schwere Behauptung, die man auch auf jeden Fall ernst nehmen muss. Einfach nur aus dem ganz einfachen Sinne, dass jede Behauptung in diese Richtung nachgegangen werden muss. Und ich hoffe wirklich, und das ist meine persönliche Meinung, ich hoffe auch wirklich, dass Mike dem auch nachgeht. Und zwar hier das prüfen lässt, inwieweit das der Wahrheit entspricht und worauf Kim sich hier bezieht. Denn Kim hat keine Anzeige gestellt, aus welchen Gründen auch immer. Das fand ich eh schon sehr, sehr merkwürdig, weil ich bei Kim jetzt nicht den Eindruck hatte, dass sie jemand ist, die das nicht zur Anzeige bringen würde. Hat das nicht zur Anzeige gebracht, hat das im Dschungel nur mal kurz angesprochen. Da hat Mike aber ihr gleich was direkt gesagt. Aber dass sie jetzt auch hier belästigt wurde und bedroht wurde, das war so nicht im Dschungel zu sehen. Und dieses alles zu erzählen und dann eine Instagram-Pause einzulegen, das empfinde ich schon als sehr eigenartig. Es gibt eine Aussage von Sarah Kern, die hat sich zu dem Thema Mobbing geäußert, weil es ja darum ging, dass Kim nur gemobbt wurde. Und da hören wir mal rein, was Sarah Kern dazu sagt. Denn ihre Analyse, die finde ich hier in diesem Zusammenhang eigentlich relativ wichtig. Wir schalten nochmal rüber zu Sarah Kern. Kurz vor. Aber ich werde auch zum Dschungel kein Wort mehr verlieren, so wie ich auch kein Wort drin stattfand. Zumindest konnte man sie zählen an einer Hand. Also ich lasse das Thema. Aber nee, wenn einer gemobbt wurde, öffentlich enteiert wurde und fertig gemacht wurde, dann war das der Mike. Ansonsten wurde kein Mensch gemobbt. Man hat ihr zugehört, man ist ihr wohlwollend, alles ist okay. Und ich werde auch gar keinen Namen sagen, aber das ist natürlich Quatsch. Das haben auch unisono alle meine Meinung, bis auf zwei Ultra-Fans, die wahrscheinlich irgendwie nicht gehört haben, what time it is. Aber ich werde mich auch zu diesem Thema nicht mehr äußern. Ich kann das auch nicht mehr hören. Punkt aus, basta. Ich wünsche jedem das Beste, auch also allen Personen. Und ja, ich bin kein Mensch, der böse denkt oder nachtritt oder nachhakt. Das war nur ein natürlich auch ein Statement von mir, nachdem ich ja da auch gar nicht sozusagen stattfand. Whysoever, wie gesagt, nehme ich gar nicht persönlich, weil alle anderen stattfanden. Due to derer. Ja, und das war letztendlich das entscheidende Statement für mich im Dschungel. Noch einmal hat Sarah Kern auch noch bestätigt, dass hier natürlich
Mike derjenige war, der von Kim in irgendeiner Form die ganze Zeit Therapeuten angegriffen wurde. Jetzt sagt natürlich Kim, dass das alles halt der Grund für ihre Aktion war und möchte das damit so ein bisschen rechtfertigen und entschuldigen. Ich selber habe ja schon am Anfang des Videos gesagt, ich möchte dieses Video erstmal nur vorbereiten, um euch die Informationen dahinter zu geben. Und ich möchte noch einmal ganz klar betonen, dass es wichtig ist, Gewaltvorwürfen nachzugehen. Aber es ist genauso wichtig, dass man weiß, dass man Gewaltvorwürfe sich niemals ausdenken darf und sollte, weil es einfach den wirklichen Opfern von Gewalt extrem zusätzlich schadet und man eventuell sogar der Justiz hier Aufgaben gibt und ihre Mittel verbraucht, die sie vielleicht für wirkliche Opfer bräuchten könnten. Ich selber kann nicht sagen, ob es stimmt oder nicht. Ich finde, wenn sie solche Anschuldigungen erhebt, dann müssen diese Anschuldigungen natürlich geprüft werden. Das darf nicht einfach so im Raum stehen und vor allen Dingen muss das von beiden Seiten geprüft werden. Das sollte nicht jetzt nur von Kim erzählt worden, sondern das muss auch wirklich Mike hier juristisch verfolgen. Kim hat das sehr, sehr clever gemacht, das muss man dazu sagen, sie hat dieses Statement gepostet, ohne einen Namen zu nennen. In der Kausalität, und das ist auch das, was dann später das Gericht entscheiden wird, in der Kausalität weiß der Zuschauer aber, dass im Prinzip Mike damit gemeint ist, denn wer aufgrund dieses Gespräches, welches es dort am Lagerfeuer gibt, aus der Kausalität geht jedoch nicht hervor, wer die zweite Persönlichkeit ist. Ich möchte auch hier nicht in den Kommentaren drüber spekulieren, weil wir uns einfach hier wirklich in einem juristischen relevanten Bereich bewegen. Fakt für mich aber ist, jo, es muss überprüft werden. Jo, es sind schwere Anschuldigungen. Ich selber habe aber hier ein ganz, ganz mieses Gefühl. Das wollte ich einfach noch dazu sagen. Das mit einer Instagram-Pause zu kombinieren, das finde ich persönlich ganz, ganz, ganz schwierig. Aber gut, meine Lieben, das soll es erstmal gewesen sein. Einfach nur ein Update-Video noch zu dem Thema von mir. Ich habe es ja angekündigt, dass ich dazu mich nochmal direkt äußern werde. Und ich denke, um 14 Uhr haben wir wieder ein anderes Thema. Jetzt heißt es erstmal Tschüss.